Moin Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations. Zuletzt waren wir stehen geblieben hier in Kappadokien und führen jetzt die Mission von einem ehemaligen Kollegen des Sultans fort. Also, ich glaube, die Leibgarde war das. Die haben wir ja umgebracht und die wollte eigentlich dasselbe wie wir und das wussten wir jetzt noch nicht und deswegen werden wir jetzt diese Mission nachführen. So, die Sache ist, die in Kappadokien ist alles unter Tage, was ich sehr respektvoll finde, dass sie das geschafft haben zu der Zeit, wo man heutzutage das nicht, wo man das heutzutage erwartet, mit bestimmter Sauerstoffzufuhr und so weiter. Ja, und ich würde sagen, wir machen einfach erstmal mit der Hauptmission direkt weiter, weil wir ja auch irgendwann weitermachen müssen. Und, Habt ihr das mitbekommen? Wir schnappten noch einen Spion des Sultans. Ein Weibsbild diesmal. Verkleidet als Dirne niederer Herkunft. Nun schickt er schon die Haremsmädchen, was? Dem Sultan gehen wohl die Krieger aus. Wohin brachtet ihr sie? Rein, ins Gefängnis. Aber sie hält nicht lange durch. Nicht unter Shakulos Aufsicht. So, die Spionin, die mir aus dem Weg ging. Die Spionin Dilara wurde von den Byzantinern entdeckt und gefangen genommen. Ihr Schicksal ist ungewiss. Finden Sie und retten Sie Dilara, bevor es zu spät ist. Niemanden töten. Das wird schwierig. Warte mal. Okay, wie kommen wir da am besten hin? Warten erstmal, bis sie ein bisschen Abstand haben. Hier, so kommen wir da schon mal gar nicht hin. So, okay. Anscheinend so. Oh, ich liebe ich liebe diesen Haken. Diese Hakenklinge. Hat ein bisschen was von Captain Hook, ja, aber. Finde ich eigentlich geil. Bis meine Soldaten mit diesen Waffen umgehen können. Höchstens ein paar Wochen. Die Janitscharen wissen, dass ich sie betrogen habe. Doch verfügen sie über die Mittel, sich zu rächen. Fraglich. Das Sultans Zwist mit Selim beansprucht ihre Aufmerksamkeit. Was ist das für ein Gestank? Entschuldigt, Manuel. Diese osmanischen Gefangenen sind leider oft so zerbrechlich. Shakulo, so mäßigt doch euren Ärger. Für wahr, der Sultan erniedrigt euer Volk. Doch das ist kein Grund, auf Menschen zu spucken, die am Boden liegen. Ihr da, holt die Frau aus dem Gefängnis und bringt sie zur Kapelle. Shakulo, ich habe keinen Schlüssel. Finde ihn. Wer hat den Schlüssel? Du? Ich glaube, Nikolaus hat ihn. Er hat frei und ist auf dem Markt. Christemo, ich würde ihm gern einen Speer durch den Leib jagen. Okay, dann gehen wir mal zum Markt zurück. Ja. Bin auch leicht angeschlagen, immer noch, komischerweise. Aber eigentlich geht's ja. Nur, ja. So, wir gehen hier erstmal runter. Und dann gucken wir mal ganz entspannt. Oh, will uns da jemand attackieren? Okay, ist eine Wache mit Helm. Die da lang geht und jetzt irgendwo da in der Mitte. Da nicht. Okay, er ist das auch nicht. Das wäre jetzt auch zu krass gewesen, wenn es einer von denen gewesen wäre.
Okay, davon hätten wir mal ein paar mehr sammeln sollen, theoretisch. Aber gut, ja. Ich muss erstmal wieder reinkommen ins Spiel, das ist ungewohnt. Ich habe die ganze Woche nicht einmal gespielt, ich habe zuletzt am Montag gespielt. Da habe ich aber mit euch gestreamt, also... Ja, weiß ich nicht, war ein bisschen... busy die Woche. Ich wollte eigentlich vorgestern streamen, aber vorgestern war beim Showmas-Fall, das war auch super. Fand ich sehr gut, nicht... Weil, ja, so, oh, jetzt mal streamen und dann so um 17.40 Uhr ungefähr, Ende im Gelände. Ich so, toll, was machst du jetzt? Habe ich angefangen, Illuminati weiterzulesen. Ende vom Lied ist, ich habe dann einfach gar nicht weiter gelesen. Ich habe angefangen, aber nicht weitergemacht. Und dann habe ich, ja, wie soll ich sagen, dann habe ich gepennt. Bis 22 Uhr. Ihr habt euch Zeit gelassen. Gern geschehen. Amana Lachim. Was ist das? Nicht alle wurden gefangen genommen. Arme Männer. Alasi Tsiku Tsasin. Der turkmenische Abtrünnige war das. Shakulu. Ich bring ihn um. Wartet. Halt nicht. So, endlich mal wieder was auf voller Synchronität. Synchronisation. Synchronität. An sich ist das ja kein falsches Wort. Ja. Je nachdem. Also ich hätte gern schon Donnerstag das Spiel, ich sag jetzt mal nicht fertig gehabt, aber weitergemacht. Ich weiß ja im Endeffekt nicht mehr, wie weit das Spiel noch ist. Ich vermute, es ist noch ein bisschen, aber so viel eigentlich auch nicht mehr. Weil, ja. Was soll denn da alles noch so kommen? Ich habe das Gefühl, dass wir nur noch einen Schlüssel brauchen und dann nach Masyaf zurückreisen. Dann endlich in die Bibliothek einsteigen. Schnauze. Sprich doch mal Deutsch, ey. Okay, das ist weiter oben. Ich finde es halt so interessant, dass man echt zu der Zeit schon eine Stadt unter der Erde gebaut hat. Wenn das wirklich so stimmt, müsste ich nochmal nachlesen. Aber ich bin der festen Überzeugung, das stimmt. Dass Kappadokien wirklich zu der Zeit schon existiert hat. Weil macht ja auch Sinn. Also. So, da oben ist sie. Mitarbeit lässt zu wünschen übrig. Ich kam, um meine Männer zu retten, nicht um Freunde zu finden. Genau dort. Die Rüstung ist zu dick für Kugeln. Ich werde sehr nah ran müssen. Janus, wir müssen ihm helfen. Der Abtrünnige. Shakulu foltert die übrigen osmanischen Gefangenen. Eliminieren Sie Shakulu, bevor weitere von ihnen sterben. Janos darf nicht mehr als die Hälfte seiner Gesundheit verlieren. Das müssen wir schon... Hä? Das ist doch... Ist doch wieder unerhört, als ob das jemand gesehen hat, weißt du? Scheiße. Warnung, nicht entdeckt werden. Ach echt? Danke, Spiel. Weil das dürfte eigentlich keiner mitkriegen, wenn ich ihn einfach so umbringe. Zini? So, Shakulu. Tschüss. Männer, die aus Freude zum Mörder werden, verdienen keine Gnade.
So. Mist! Ich verliere ihn! Dort! Ihm nach! So, jetzt geh doch endlich mal drauf. Ah, wer greift als erstes an? Funktionieren gar nicht. Nur das Schießpulver ist echt. Das konnten wir nicht fälschen. Ben, bleibt außer Sicht, bis ihr die Explosion hört. Dann rennt ihr. Explosionen? Wenn ihr das tut, ist hier die Hölle los. Das wird die ganze Stadt aufschrecken. Sie, genau das möchte ich. Und was dann? Dann suche ich Manuel Palaiologos. Okay. Dann mal auf, um, Manuel Palaiologos zu töten. Alter, was ist das für ein Kackname? Wer gibt... Na gut, ich sag mal nichts dazu, ne? Ich könnte ja auch einer von den Templern sein, weil ich heiße Templin. Ja, deswegen. Ich sag da mal nichts zu. Oh, das war gut gerettet. Oh nein, ich habe meinen Nachnamen verraten. Nein! Ist doch egal, völlig Wumpe. Halt so. Mein Vornamen wisst ihr auch. Wumpe. Kann man nichts machen. Mein Nachname ist eben nicht Mr., also nicht Andrams, sondern. Ja, egal. Oh. Oh. Sollen wir da jetzt draufziehen, oder was? Cigar, Cigar! Das ist Schießpulver, kein Mehl! Verstanden! Oh. Oh nein, ich schon wieder da hochklettern. Abrüstung. Die Waffen des Osmanen wurden weggeschlossen. Dringen Sie in das Waffenlager und zerstören Sie das Schießpulver. Keinen Schaden nehmen. Oh Gott, das wird wieder schwer. Ich liebe die Erfindung dieses Hakens. Das war das Beste, was die Assassin's Creed-Macher bis jetzt gemacht haben. Finde ich jetzt, also... Hört sich erstmal blöd an, das zu sagen, aber ungelogen, es ist einfach so. Es hat das ganze Klettern wenigstens ein bisschen geschmeidiger gemacht. Schaffen. Keinen Schaden nehmen. Ich kenne das wird schwierig. Tag, du wandelnde Leiche. Fuck! Hab ich nicht richtig gekontert. Egal, jetzt ist zu spät. Ein seltsamer Umhang. Ein Sound. Ich hätte mal richtig Konter brauchen, dann hätte ich keinen Schaden gekriegt, aber gut. Oh, junge Brandbomben. Wo muss ich denn jetzt lang? Muss ich oben rum? Denk mal, ich muss oben rum. Wo trägt man solche Mäntel? In Isfahan? Bestimmt ein Franzos.
Ja. Ich mache das jetzt nicht nochmal. Also natürlich könnte ich jetzt von vorne starten, aber das sind sie. Weil das jetzt eigentlich easy wäre. Komische Erscheinung. Spätestens jetzt hatte ich nochmal verkackt. Jetzt, Brüder! Bereit? Jetzt! Aua! Du bist der fast Letzte. Du bist der Letzte. Los, runter mit dir. Oh, Junge. Ja. Was zum Teufel geht hier vor? Verrat, Manuel. Ihr müsst in Deckung gehen. Geh mir aus dem Weg. Bürger, Soldaten, wart die Fassung. Lasst euch nicht leiten von Furcht. Wir sind die wahren Hüter von Konstantinopolis. Wir okay. sind die Herren dieses Landes. Wir sind Byzantiner. Kurayo, seid standhaft. Lasst niemanden eure... Ah, Skata, haltet den Mann. Steht ihn nieder. Der letzte Palaiologos. Manuel Palaiologos versucht seine Leute in Chaos der Explosion zu beruhigen. Eine gute Gelegenheit, ihn zu eliminieren und den letzten Massierschlüssel zu beschaffen. Okay. Keinen Schaden nehmen. Das wird schwierig bis unmöglich. Hä, wie soll ich denn da hin? Soll ich runter und direkt straight drauflaufen? Das ist halt die Frage, ne? Palaiologos. Ihr nutzt ein armes und vertriebenes Volk für eure eigenen vergeblichen Pläne aus. Doch wir kämpfen für Würde, Assassine. Wir kämpfen für Frieden in diesem geschundenen Land. Die Templer reden immer schnell vom Frieden, doch lösen sich nur langsam von der Macht. Weil nur Macht Frieden schafft, Vlak. Nein. Anders kann es nicht funktionieren. Das Volk ginge unter ohne eine starke Hand, die es führt und es auf Linie hält. Da ist es. Das Monster, das ich töten will. Das habt ihr euch leichter vorgestellt, hm? Ciao. War ganz schön easy. Auch wenn ich jetzt nicht, keinen Schaden genommen habe. Ich hätte Konstantins Nachfolger sein sollen. Ich hatte so viele Pläne. Eure Träume sterben mit euch, Manuel.
Euer Reich ist nicht mehr. Aber ich bin nicht der Einzige mit dieser Vision, Assassine. Der Traum unseres Ordens ist universell. Osman Byzantiner. Das sind nur Namen. Kostüme und Fassaden. Unter dieser Hülle sind alle Templer Teil derselben Familie. Genug geplaudert. Gebt mir den Schlüssel von Masyaf. Dann nehmt ihn. Nehmt ihn und sucht euer Glück. Seht, ob ihr auf 100 Schritte an diese Bibliothek herankommt, bevor einer von uns euch erledigt. Geschafft. Armer Manuel, letzter der Paläologie. Ich hätte ihn die Masyaf-Expedition nicht führen lassen dürfen. Er war ein arroganter Mann. Schwerlich auf Kurs zu halten. Ihr enttäuscht mich, Ahmed. Warum die Templer? Weil mich diese sinnlosen Blutfäden ermüden. In denen Vater gegen Sohn steht. Und Bruder gegen Bruder. Um wahren Frieden zu erreichen, müssen die Menschen als Einheit denken. Und unter einem Vordenker. Die Geheimnisse im großen Tempel werden uns genau das geben. Und Altair wird uns dorthin führen. Irrglaube. Altairs Geheimnisse sind nicht für euch. Ich möchte nicht argumentieren, Ezio. Ich bin wegen der Masyaf-Schlüssel hier. Ach, gibt es etwa mehr als den einen? So habe ich gehört. Vielleicht frage ich jemanden, der es besser weiß. Sophia Sator. Heißt sie nicht so? Sie weiß nichts. Lasst sie in Ruhe. Wir werden sehen. Ich bringe euch um, wenn ihr sie anfasst. Das würdet ihr versuchen. Ah, Flucht. Die Templer nun unter Führung von Prinz Ahmed drohen Sophia zu ermorden. Falls Ezio ihnen den Masyaf-Schlüssel nicht übergibt, verlassen sie Kappadokien und eilen sie nach Konstantinopel. Nicht mehr als die Hälfte der Gesundheit verlieren. Wird schwierig. Oh, Junge, ein Datensatz. Oh, Junge, die wollen mich schlagen. Fuck. Was haben die gemacht? Was ist hier passiert? Warum? Scheiße, das waren wir, ne?
gucken, was Alter hier zuletzt noch zu sagen hat mit den fünften Schlüsseln. Niccolo Polo. Unsere gemeinsame Zeit war kurz, ja. Doch ich hoffe, der Kodex wird alle Fragen beantworten, die ihr euch stellt. Alter hier, dieses Geschenk ist unschätzbar. Grazie. Nun, wohin geht ihr als nächstes? Zurück nach Konstantinopoli für eine Weile. Wir gründen eine Gilde dort, dann geht es heim nach Venezia. Euer Sohn Marco wird sicher die wilden Geschichten seines Vaters hören wollen. Er ist etwas jung für solche Geschichten, doch eines Tages... Sie. Vater, ein Stoßtrupp der Mongolen ist durchgebrochen. Das Dorf wird überrannt. Niccolo, eure Waren und der Proviant warten am Dorfeingang auf euch. Wir eskortieren euch. Hab Dank, Mentor. Katapulte bereit? Auf mein Zeichen achten. Bleibt dran. Die Polos in Sicherheit bringen. Niccolo Maffeo Polo. Die beiden Brüder erblickten um das Jahr 1230 nach unserer Zeit das Licht der Welt und schienen die geborenen Decker zu sein. In den frühen 1250er Jahren verließen sie ihre Heimat in Richtung Konstantinopel, beide kaum 20 Jahre alt, um aus der langen lateinischen Besetzung dieses antiken Stadt Profit zu schlagen. Im selben Jahr eröffneten sie einen Handelsposten und etablierten sich schnell als Visionäre und talentierte Kaufleute. In den nächsten Jahren pendelten die Brüder zwischen ihren neuen Wahlheimat und Florenz, wo sie lange genug blieben, um ihre Verbindung aufrechtzuerhalten, wie in Nicolos Fall einen Sohn zu erzeugen. Marco, doch selbst die heiligen Vaterpflichten konnten das Feuer in ihnen nicht bändigen, und so kehrten sie zurück. Die kurz nach Markus Geburt nach Konstantinopel zurück. Im Jahre 1256 segelten die Brüder gen Süden nach Akkon und von dort aus auf Einladung eines Mannes namens Darim, mit dem sie sich im Jahr davor angefreundet hatten, weiter nach Masyaf. Bei ihrer Ankunft fanden sie Niccolo und Maffeo Polo in der Gesellschaft des legendären Mentors der Assassinen Alta Ibn Lahad. Wieder, es war ein Treffen, das für beide sowohl entscheidend als auch mysteriös war. Nachdem sie einen knappen Monat mit Altair verbracht hatten, hatten Niccolo und Maffeo sich verändert. Sie waren zu überzeugten Assassinen geworden und verließen Masyaf am Vorabend eines großen Mongolenangriffs. Dabei nahmen sie Altairs Kodex und 5 merkwürdige Artefakte mit, deren Wert unermesslich und deren Zweck unklar war. Nach vielen Wochen voller Entbehrung und Verlusten dazu zählt vor allem der Kodex, der einer marodierenden Mongolenbande in die Hände fiel, kehrten die Polenbrüder zu ihrem Handelsposten in Konstantinopel zurück und begannen mit der schwierigen und langwierigen Arbeit dort eine funktionierende Assassinengilde mit einheimischen Mitgliedern aus der ganzen Region zu etablieren. Griechen und Türken, Albaner, Hebräer, Genueser und Araber. Doch alle ihre Anstrengungen konnten ihren Charme nicht mindern. Altairs wertvollen Kodex verloren zu haben. Im Jahre 1259 nachdem sie Altairs Artefakte sorgsam versteckt hatten, verließen sie die Stadt um ihre Heimat für beinahe ein ganzes Jahrzehnt und brachen gen Osten auf, um den regierenden Khan in einer Angelegenheit aufzusuchen. Die ersten Jahrzehnte später von Niccolos Sohn Marco endgültig erledigt wurden. Okay, das war sehr viel Kauderwelsch. So. Hier lang. So. Wir haben immer noch den Apfel. Okay. So, Niccolo und Maffeo. Gut, dort lang. Dass wir immer noch den Apfel haben, ne? Hier drüben! Bewegung. Wow. Gut, dort lang. Jetzt hier hoch oder was? Nee. Macht das überhaupt Sinn, da jetzt hoch? Okay, müssen wir wohl. Aber klettern kann er nicht mehr so alt, wie er ist.
Den beiden geht es immer noch prächtig. Die können vom Glück reden, dass sie uns haben als Eskorte. Ist cool, dass es so fiktive Assassinen sind, die wir befehligen. Vater, seid ihr verletzt? Nur einen Moment. Das Ende einer Ära. Als ich noch jung war, war ich naiv genug zu glauben, dass unser Credo all diese Konflikte beenden würde. Wäre ich nur demütig genug gewesen, mir einzugestehen, es ist wahrlich genug für ein Leben. Ich habe meinen Teil getan. Andererseits, was kann ruhmreicher sein, als für die Wahrheit zu kämpfen? Wir sind bereit. Ein letzter Gefallen, Niccolo. Nehmt die hier mit und bewacht sie gut. Versteckt sie, wenn ihr müsst. Artefakte? Sozusagen. Es sind Schlüssel. Jeder davon enthält eine Nachricht. Eine Nachricht? Für wen? Wenn ich das wüsste. Krass. Er hat das gemacht, ohne zu wissen, mit wem er überhaupt das Ganze teilt. Sequenz 7 beendet. Wir kommen jetzt wieder zurück zur normalen Simulationsinsel, oder wie läuft das jetzt hier? Oder kommen Bitte wir wieder verzeih meine überhastete Handschrift, Claudia. So viel ist geschehen und nur so wenig davon ist gut. Ich bin wieder auf einem Schiff nach Konstantinopoli und verfolge einen Mann, dessen Verrat mir bisher entgangen war. Prinz Ahmed, Süleymans Onkel, ist der Anführer der hiesigen Templer. Er ist der Drahtzieher hinter der Masyaf-Expedition und wird vor nichts zurückschrecken, um sich die Schlüssel zu beschaffen, die nun allesamt in der Hand der Assassinen sind. Was mich zurückhält? Warum ich die Schlüssel nicht selbst benutze und diese Narren vergesse? Nun, ich war unvorsichtig. Die Templer wissen von Sophia und suchen nach ihr. Oh, Claudia, sollte ihr irgendetwas zustoßen, ich würde mir niemals verzeihen. Ich habe sie in einen Krieg hineingezogen, von dem sie nichts ahnt. Und es wäre allein meine Schuld, sollte sie dabei zu Schaden kommen.